8 Stück 30 Euro. Mach 20. Das kostet die Star Wars Box hier? Und dann lass uns dann machen, dann machen 20 und dann 120 für alle. Corona ist ja irgendwie cool. Aber habe ich dafür Platz? Freunde, dieses Video wird richtig, richtig galaktisch geil. Das könnt ihr mir glauben. Ich habe den bisher, glaube ich, geilsten Star Wars Fund gemacht, den ich je irgendwie hatte in einem Video. Richtig cool, werdet ihr gleich sehen. Ich will nicht zu viel erzählen. Bleibt auf jeden Fall dran. Alle Star Wars Fans werden jetzt voll auf ihre Kosten kommen. Morgen. Was kosten die heute eins? 25. Ah, 20 Euro eine Konsole? Der Konsole 60. Aber kein Zubehör, ne? Ja. Das ist leider nichts. Quickshot darf halt hier. Aber da ist irgendwas auch noch drin. Ja, nee. Was anderes? Ja, ja. Das hier ist die Firma, ja. Hier, willst du hier noch durchschieben? Ja. Ja, warte, gell. Ich glaube, Mario, wenn der schon da war, dann brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr gucken. Morgen. Habt ihr auch Spiele hierfür? Ja. Ja? Die Spiele. Ja, hast du aber auch CD auch? Hier, also CD. Oh, ist vielleicht ein Chipper, aber. Ja. Ich bin trotzdem zu dreckig. Nee, nee. Aber mehr CDs dafür hast du nicht, ne? Oh, sieht nicht so aus. Nee. Gut, danke schön. Das ist die siebte. Oh. Wie viel gibt's denn da? Genau. Guck mal, hier ist die achte. Aufziehend. Boah, Titanic, aber. Stalingrad. Ist das eine Blu-ray? Nee, das ist alle DVD. Und hier können wir mal fragen. Was war jetzt 1? 1 bis 8. Na toll. Ich hoffe 1 bis 8. Sicher? Ja. 6, 4, 3, 5, 2, 1, 7, 8. Oh, okay. Und die Innen ist schon offen hier, ja? Ja, mehrere. Also die ersten. Können wir da mal kurz kriegen, ob alles drin ist erstmal. Chef, was kosten die DVDs? 5 Euro Stück. 5 Euro pro Stück? Oh, das ist doch mal. Ich habe 8 Stück. Sag mal guten Preis. 8 Stück 30 Euro. Mach 20. 20. Alles. Mehr kann ich dir nicht geben. Gib halt. Okay. Ich gebe dir nachher. Halt. Was? Ja? Danke dir, ja. So, erster Fund des Tages. Ja, ich will es mal ausprobieren. Wie ihr sagt, ich habe ja inzwischen auch einen Shop und so, ne? Deswegen gucke ich auch mal nach Sachen, die man nicht immer nur in der Sammlung stellt, sondern halt auch weiterverkauft. Ne? Ich glaube, das ist inzwischen auch bekannt, habe ich schon ganz oft erzählt. Könnt ihr gerne mal gucken, tequila86.de, da findet ihr die Sachen dann. Und zwar habe ich mitgenommen die ersten 8 Staffeln von The Walking Dead. Habe ich selber nie geguckt, war irgendwie, keine Ahnung, noch nie rangekommen so richtig. Und ihr seht auch, ne, die ersten beiden, oder ja, die ersten 3 Staffeln, die sind schon offen. Da habe ich auch reingeguckt, die sind alle komplett. Da habe ich auch die DVDs mal schnell geschliffen, weil die so ein bisschen, ja, ein bisschen zerkratzt waren und so. Aber Staffel 4 bis 8, hier, 4, 5, 6, 7, 8, die sind alle doch sealed. Keine Ahnung, vielleicht wird man es gut los. Ich werde es sehen. Auf jeden Fall dachte ich, komm, probier's da mal aus für einen 20 jetzt insgesamt. Er wollte ursprünglich einen 5er jeweils, das wären dann 40 gewesen. Ah, das wäre mir tatsächlich zu viel gewesen, aber hier, ich glaube, Walking Dead ist schon sehr, sehr beliebt. Hab auch inzwischen gehört, dass wohl die höheren Staffeln, also alles, was so Staffel 10, 11 oder so ist, ich weiß gar nicht, wie viele gibt, ehrlich gesagt, soll wohl noch ein bisschen beliebter sein und lässt sich noch ein bisschen besser verkaufen. Aber ja, trotzdem gerne mal mitgenommen. Wie ihr sagt, probiere ich mal aus. Morgen. Morgen. Darf ich mir den Bären mal anschauen? Bitte. Sind Benjamin Blümchen? Nee, das ist ein Haribo, glaube ich, ne? Ein anderer. Ja, das ist ein Benjamin Blümchen. Ja, genau. Das ist ein Benjamin Blümchen, ja. Ja.
Komm, hat der irgendwo einen Zettel, dass man mal was sieht da drauf? Ich kann vielleicht mal sein Shirt ausziehen. Oder kriegt man hinten am Po. Ja. Sieht die Hose aus? Nee. Wir suchen ein Zettelchen. Ah, ob was dran steht, wie alt er ist, das interessiert mich immer. Was wollten denn für die Bienen haben? Hm. Ja. Klingt erstmal nicht so gut. 10 Euro für beide? Ja, überlege ich mir mal, ja? Ja, ja. Alles klar. Dankeschön. Danke. Ja. Oh, sehr schön aus. Große Aushangfotos. Ja. Hast du von sowas hier noch mehr? Wisst ihr nicht, wa? Noch eins? Ja, das ist ein bisschen gleich. Das ist auch eine Originalverpackung, die kenne ich dann nicht. Kriegst du schon jetzt über eBay? Ja, meinst du? Ja. Ah, hier ist es, guck mal. Ich habe schon ein paar Jahre gemacht. Ich bin so ein bisschen bescheiden. Ja, so ausgeblichen leider. Ja. Ja. Was ist das denn? Achso, ein Demagnetisierer. Ja. Jetzt sag schon mal. Ich bin gleich wieder bei dir. Ja. Hey, was ist das hier für Stierbuch für 3 Euro? Ja, das ist ein Schwert, weil er gesagt hat. Genau. Ich bin Sammler, aber nicht. Nein, nee. Deshalb Stierbuch. Das ist ja. Nee, das 3 Euro für Stierbuch hier. Das ist ein Stierbuch. Ah, okay. Ach, das ist eigentlich schon zu wenig. Das ist schon zu wenig? Ja. Okay. Zahlt 30 Euro. Ich habe immer moderate Preise. 6? 7? Nee. Keine Ahnung. Bonusdisk. Ach so, jetzt will also. Ich will also die anderen. Was kostet die Star Wars Box hier? Ja, alles. Schulterzucken ist mal gut. 20 würde ich dafür nehmen. Okay. Dankeschön. Weil du gut bist, weil sonst da ist 15, aber mehr kann ich nie machen. Sag mal, würdest du mir das mit drauflegen, wenn ich das für 15 nehme? Ja? Du bist doch, Leute, weil du das Ding original verpackt, Mensch. Ja, ja, klar, aber trotzdem ist ja nun. Da können wir mal 17 und dann ist gut. Da kriegt man für 2 Euro noch einen Kaffee kochen. Ich wollte gerade Brötchen holen, ja. Da fehlen mir jetzt dann 2 Euro. Das machst du so wie ich mal ein bisschen weniger und dann. Hallo? Hallo, sagt er. So, was haben wir gesagt? 18, ne? Dankeschön. Danke. Jo, gut, dann nochmal. Viel Spaß, schönen Sonntag. Viel Erfolg noch, ne? Ja, ciao, ciao. So, dann hier wieder ein bisschen was für die Filmfans, aber auch was für Spielefans. Und zwar gab es ja einmal Rocket League für die Xbox One. Ja, noch Factory Sealed, also noch neu quasi. Ja, ich weiß, jetzt werden viele wieder sagen, hä, warum nimmt man das mit? Kann man auch inzwischen kostenlos spielen, aber denkt mal auch an die Leute, die entweder sammeln oder die Sachen einfach physisch haben wollen. Die kaufen sich sowas hier teilweise noch, ne? Wie gesagt, da oben steht auch ein 5er dran. Ne? Habe ich nicht bezahlt am Ende. Ich habe zusammen nämlich mit dieser Star Wars Box, die ihr jetzt gerade seht, 17 Euro bezahlt und diese Star Wars Box, die finde ich schon sehr geil, steht drauf, The Complete Saga, ich dachte erst, dass wirklich Teil 1 bis 9 da drauf ist, aber es ist nur Teil 1, oder nur Teil 1 bis 6 und dann hast du irgendwie hier noch ein paar Bonus-DVDs, hier Bonus-Disc Episode 1 bis 3, Bonus-Disc Episode 4 bis 6 und dann haben wir hier hinten noch irgendwie Bonus-Disc 3 Dokumentation und Parodien. Also finde ich schon optisch sehr, sehr hübsch, muss man schon sagen, haben die gut gemacht. Hier ist auch nochmal so ein Reiseführer mit dabei durch die Galaxis. Da sind nochmal ein paar schöne Bilder drin und Artworks auch hier auf der Innenseite. Die sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Habe ich gerne mitgenommen. Wie gesagt, er wollte hier für ein 20, für das andere Spiel ein 5er. Ja, und am Ende sind wir dann bei 17 rausgekommen. Ist doch super. Auch Saps hat sich da ein paar coole Filmposter mitgenommen. Da habt ihr, ich weiß ja nicht, ob man die im Video sehen konnte jetzt gerade. Da waren ein paar coole Filmposter dabei, so wirklich alte Dinger, gerade auch von Masters of the Universe. Da gab es ja irgendwie mal einen Film, ne? Also kannte ich auch nicht. Hat sie sich auch auf jeden Fall da mitgenommen, war ein cooler Stand. Ja, weiter geht's zum nächsten. Und jetzt passt auf, Leute, Star Wars Fans, wenn euch das noch nicht genug war hier, jetzt wird's richtig, richtig geil. So. Ich muss mal meine Cola hier hinstellen. Das schützt die bloß. Nee. Was ist hier super? Handspeck noch nie gelesen. Was nimmst du denn für die Spiele so? Da müsste ich gucken. Ich habe jetzt die einfach nur eingeschmissen vorhin. Also ich habe bei denen nicht mehr geguckt. Achso, diese von dir? Genau. Ja. Okay. Und wie nimmst du für das zum Beispiel? Bist du? Oder 25 habe ich drin stehen. 25? Genau. Okay. Das kann auch ein bisschen runtergehen. Ach. Hier für deine Plüschtiere, was nimmst du für die immer so? Ein 8er. Ein 8er? Ja. Was ist das hier eigentlich? Todesstern? Da war es.
Dann ist der Millennium Falcon hier. Das sind von Micro Machines. Ja, ja, genau. Die alten Dinger, wa? Oder sind die neueren? Das sind die von... Die sind drauf? 94. Zeig mal, da mal rein schon. Oder du willst besser, wie es aufgeht, wa? Ah ja. Ja, sieht, sieht aber nice aus. Alle Figuren sind drin. Ach so, stimmt. Das ist die Szene der Episode 6, ja. Das hier ist die... Ach, hier ist das Viech. Geil, ja. Was kosten die immer hier? Ich glaube ein 20 so ein Set, weil okay. Die, also das 20, das würde ich 20 machen, das würde ich 30 machen. Achso, das ist auch Micro Machines? Ja, ja, das ist auch komplett. Das hast du noch nie gesehen. Das ist der Todesstern hier, oder nicht? Den müsste ich aufmachen, ich glaube Yoda ist da drin und sowas. Kann sein, dass der Todesstern ist. Das ist glaube ich die Szene, wo Yoda gegen Palpatine kämpft. Achso, das ist Episode 2, ne? Das kann gut sein. Nee, 3. Also ich weiß nicht mehr welche, ich habe vergessen. Ich glaube, es kann auch sein, dass Yoda direkt kommt. Ich habe das schon eine Weile nicht mehr offen. Also neueres meinst du, ja. Ich habe das schon eine Weile nicht mehr offen. Achso, das hier, so. Ah, ja, okay. Das ist von 95. Okay, ja, das ist ja... Auch ein älteres. Ach, das ist der Sumpf. Ah, ja, wollte gerade sagen, weil Yoda Palpatine geht ja gar nicht. 95. Haben wir noch hier. Ja. Das hier. Das müsste... Die müssen diese kleinen Dinger. Genau. Der zusammen. Das ist, glaube ich, die Todesstern-Szene. Ja, muss man sagen, ne? Genau, hier ist ja auch der... Ja, ja, der X-Ring, genau. Das ist die Todesstern-Szene. Also sind zwei Sets hier drin. Und das ist auch Micro Machines jetzt drauf? Ja, das kannst du auch aufklappen. Warte mal, ich wollte mal gucken, was hier drin steht. Das sind alles die alten. Limited. Oh, 95, ja. Weil du weißt, wie der aufgeht, würde ich mal angucken wollen. Da hast du hier die Dinger noch drin zum Schießen. Da ist da die Antenne noch drin. Die kommt oben drauf, wenn man steckt. Die verlieren immer alle, die sonst das Ding haben. Ja, ja, verstehe, okay. Dann... Ich weiß nicht jetzt. Ach, da kannst du auch noch. Ach so, ja klar. Zum Schmuggeln. Da hat Han Solo mal geschmuggelt, der Hund. Dann hast du hier noch, da sind die Figuren, glaube ich, auch noch drin. Ah ja, stimmt. Hm. Genau, Han Solo und Chewie. Also mich würde schon ein paar Sachen würde mich schon interessieren. So was hier, deine ganzen Pokémon-Plüschis zum Beispiel. Ich meine, ein paar davon muss man auf jeden Fall erstmal waschen. Was ist denn hier noch? Celebi, dann halt, das sind die alten hier. Was ist das? Oh, Pokémon, ja? Ja, ja, das ist Dratini. Ja, das ist shiny. Guck mal hier, Alter, der ist so geriffelt. Genau, den kannst du artikulieren. Bei den ganzen Stellen. Ja, oder kannst du auch. Da kann man auch andere Sachen mitmachen. Kannst auch andere Sachen mitmachen, ne? Ja, 8 Stück sind das, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, und der Yoda nicht. Der ist so interessant. Der Yoda nicht. Nee, der ist langweilig. Hey, was für einen guten Preis, wenn ich dir ein paar mehr Sachen abnehme? Ja, willst du alles haben. Also, das Baby-T-Rex würde ich dir abnehmen, deine Kuscheltiere hier, aber nur die Pokémon-Dinger und die Star Wars-Figuren. Alles Star Wars, ja. Ja. Gameboy nicht? Was? Gameboy-Module nicht? Nee, nicht die B, nur das eine hier. Also wenn die jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, super Preis sind oder so vielleicht, aber weil die ja halt doch schon gelb sind, ne? Ja, genau, und da weiß ich jetzt echt nicht, 50 wahrscheinlich dann. Ich weiß nicht, wie teuer das wirklich jetzt ist. Ich sehe nur 70 für online. Darf man mal was zusammen vielleicht? Das ist ja nicht, wie flexibel du bist. Wenn die weggeschmissen werden sollten? Die sollten weggeschmissen damals, ja. Ich hatte die bei mir jetzt einfach nur im Regal liegen. Ist eigentlich Müll. Für eine Weile. Das bin ich zu leider gerade. Wir haben ja schon reingeguckt. Die sollten alle vollständig sein. Wir haben ja schon reingeguckt. Für die Star Wars Dinger alleine dann 100 dann für alle Sets. Und mit den Figuren hier mit den Füßen zusammen? Acht, ne? Ja. Aber einige davon musst du auch waschen auf jeden Fall. Erstmal hier, guck mal, sowas. Genau, alle so ein bisschen gräulich. Also ich würde die nicht unbedingt waschen, weil das sind die 99er. Ach, da gibt's, wenn du einen schönen Feinprogramm nimmst, dann geht das eigentlich. Weil die sind halt, aber so sind sie halt sehr grau, weißt du? Ich weiß. Das ist dann halt auch ein bisschen blöd. Dieser Unterschied auch von was schöner rumstand und was... Die sind ja auch generell ein bisschen neuer hier, glaube ich, ne? Genau. Ja. Mit denen zusammen 175. Komm ich gar nicht mehr hin, leider. Was bietest du? Also ich dachte, wir könnten vielleicht einen 100er machen, so alle zusammen. Kuscheltiere mit dem Star Wars für 100er würde ich machen. Dann wäre das Spiel aber noch. Ja, was wäre das Spiel jetzt extra? Würde ich jetzt 30 nehmen. Also das kann ich wirklich nur, ich muss... Zeig doch mal die anderen Bienen nochmal bitte. Also ich kann auch die gerne dazuschmeißen für 30, dann ist es weg für mich. Also alle drei Spiele für 30. Und dann lass uns, dann machen 20 und dann 120 für alle. Das ist ein 10er dann noch. Ja, gut. Ja? Kann man machen, ja. Okay. Ah, sehr gut, ja, danke. Ja, machen wir gleich. Ich zieh mal gleich hin. Juti, danke dir, ja?
So, Freunde, jetzt sagt mal zu diesem geilen Stand. Also, das war ja wirklich richtig ein Top-Treffer, den ich da gemacht habe. Cooler Preis, glaube ich auch. Richtig geile Sachen. Ich erkläre euch auch gleich, warum das so geil ist. Erstmal zeige ich euch hier die kleinen Pokémon-Plüschis, die mit dabei waren. Hier, das sind so die etwas neueren. Ne? Ich glaube, das ist Dratini, habe ich hier irgendwie noch in Erinnerung. Und durch die Farbe, glaube ich, auch Shiny. Ne? Dann ist das hier, glaube ich, auch ein Shiny-Pokémon. Aber ja, frage mich mal jetzt nicht, wie das heißt. Da bin ich wirklich immer raus. Ihr könnt mal gucken, hier, das sind scheinbar alles irgendwie japanische oder so, weil auf dem Zettel alle auf Japanisch draufsteht. Pokémon-Zeichen ist aber dennoch dran. Dann, das hier weiß ich glaube ich noch, ist Mega Glurak. Ne? Irgendwie glaube ich zumindest, dass ich dazu in Erinnerung habe. Der hat hier hinten noch irgendwie Draht drin. Da kannst du seine Flügel so ein bisschen so vernünftig aufstellen. Sieht vernünftig aus, ist auch wirklich eine gute Qualität. Und dann, ja, bei dem hier weiß ich leider den Namen auch nicht. Auch der sieht aber sehr, sehr gut aus vom Zustand her. Hat hier unten irgendwie so ein. Soll das ein Herz sein oder so? Ach, ich habe keine Ahnung. Ihr könnt euch wieder an den Kopf fassen. Mal ich und Pokémon-Kenntnisse, das kannst du komplett vergessen. Und wie ihr sagt, hier auf diesem Zettel steht immer alles auf Japanisch drauf. Was auch immer das ist, weiß ich nicht. Da waren ja noch ein paar kleinere Pokémon mit dabei, Plüschis. Die sind allerdings noch in der Wäsche. Kann ich euch deshalb nicht zeigen. Aber die habt ihr ja immerhin im Video gesehen. So, jetzt, pass auf, kommen noch ein paar schöne Gameboy-Spiele. Da gab es hier mal wieder ein DuckTales für den Gameboy. Nicht so richtig guter Zustand, ne? Ziemlich vergilbt, wird man auch nicht abkriegen oder so. Aber ist okay, für den Preis habe ich es mitgenommen. Dann gab es noch einmal Super Hunchback, das kenne ich gar nicht. Habe ich zum ersten Mal, glaube ich, gesehen. Ich kenne es wirklich nicht. Starring Quasimodo, also das muss irgendwie... Ob das was mit dem Glöckner hat zu tun hat von Notre Dame, keine Ahnung, ich kenn's nicht, keine Ahnung. Und dann gab es noch einmal, wo ich aber wusste, dass das schon irgendwie ein kleiner Treffer ist, Baby T-Rex. Ihr habt doch gesehen, ne? Er wusste um die Spiele nicht so richtig Bescheid und meinte dann, ja, er muss selber erstmal nachgucken. Hat dann auch bei eBay alles so ein bisschen gecheckt und so. Hat aber dann am Ende des Tages mir nicht den eBay-Preis vom Klopp geknallt, sondern hat wirklich einen guten Preis gemacht und hatte dann irgendwie alles ja, so im Bundle zusammengerechnet. Habt ihr ja gemerkt, ne? 120 Euro habe ich bezahlt. Und jetzt pass auf, jetzt kommen die richtigen Kracher hier und zwar diese ganzen Micro Machines Star Wars, die wirklich auch alle komplett sind. Pass auf, das hier ist ja jetzt Dagobah, ne? Das kennt man ja, Dagobah. Da kannst du hier, guck mal, zum Beispiel drehen, da kannst du hier, wenn du jetzt hier den Darth Vader reinstellst, dann erscheint er da quasi. Hier kannst du den X-Wing rausholen, ne? den Luke, der dann da mit seiner Macht versucht rauszuholen, das aber nicht schafft. Hier, warte mal, da ist er, zack. So, und dann kein Spaß, die Figuren sind hier alle drin und die sind auch vollständig. Ne? Hier oben seht ihr sie, R2-D2, Darth Vader, Luke ist da drin, dann hier Obi-Wan so als... ja, wie heißt denn das? Als Illusion oder was? Der ist hier mit dabei. Yoda ist hier auch noch mit drin. Also wie gesagt, es ist komplett. Ich habe es auch schon gecheckt. Ich habe überall mal so ein bisschen bei eBay durchgewühlt und bei Google und so überall mal nach Bildern geschaut, was da genau alles dazugehört. Wie gesagt, das ist komplett. Sehr, sehr geil. Dann war mit dabei einmal dieser Darth Vader Schädel hier oder Darth Vader Helm. Auch der ist, Alter, das ist wirklich der Wahnsinn. Auch der ist komplett. Kann ich auch gerne mal aufmachen, wenn ihr wollt. Das ist dann nachher, sieht dann irgendwie so, steht es nachher dann auf jeden Fall. Und wie gesagt, da sind auch ja, ein bisschen blöd zu zeigen. Hier sind auf jeden Fall die ganzen Figuren drin, die dazugehören. Auch hier von Boba Fett, der Flieger. Richtig geil sieht er aus. Dann kannst du hier irgendwie, so typisch wie es halt auch in der Serie, im Film auch war, kannst du hier hinten, warte mal, kannst du hier die Scheibe aufsprengen, die ja dann während des Battles da kaputt geht. Ne? Dann ist es hier irgendwie so... So, zack, ist jetzt nicht so besonders spektakulär, aber es ist halt so, diese Szene zum Nachspielen, das ist halt alles so dabei. Wie gesagt, ist auch komplett, sehr cool. Dann haben wir dabei R2-D2, leider schon ein bisschen vergilbt, ne? Sieht man glaube ich, aber auch hier, könnt ihr ja dreimal raten, alles vollständig. Das kannst du auch einmal so aufklappen und einmal so. Und dann hast du hier halt die Szene aus Episode 6. Ne, die Anfangsszene, wo Leia hier oben tanzt und dann beziehungsweise Leia will ja den Luke retten und dann fällt er ja hier rein und muss dann hier gegen diesen Rancor oder wie der heißt kämpfen. Hier ist nochmal das Schiff, ne, von Boba Fett, von Jabba the Hutt. Jabba sitzt auch hier oben. Dann ist hier, wie gesagt, noch diese kleine grüne Monsterchen dabei, was da gefressen wird. Lando ist drin, Leia ist drin, Luke ist drin. Wie gesagt, ich habe das auch geprüft, auch komplett. Habe ich, wie gesagt, im Internet alles recherchiert. Dann dreimal dürft ihr raten, der Todesstern. Ich habe ihn jetzt auch schon mal richtig zusammengebaut. Das war irgendwie nur zur Hälfte da montiert vor Ort. Auch der ist komplett. Ihr seht's, ne? Also hier auch die Pappenlader oder die Pappe, die hier drauf ist, dabei. Hier ist die Waffe, die hier dran gehört an die Seite. Hier ist der kleine X-Wing, der du hier rausfahren kannst, mit dem du dann so hin und her fliegst. Der ist mit dabei. Der Deckel auf jeden Fall ist auch mit dabei. Da kann man dann hier oben, guck mal, da kannst du hier drücken und dann sprengt dich quasi hier so ab. Den halte ich jetzt nochmal. Ich halte es jetzt mal vorsichtig fest. Da sind auch alle, warte mal, alle Figuren drin. Ups, fällt schon fast einer raus, siehst du. Also auch das Ding wieder vollständig. Also absolut geil. Ich sag euch, für Star Wars Fans, gerade so viel für mich. Also es ist wirklich genial. Gerade was es so für geiles Spielzeug damals gab. Ne? Ich glaube,
ja, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, so eine coolen Sachen, ob man die heutzutage immer noch so bekommt, das wage ich schon fast zu bezweifeln. Und dann schaut mal hier, was natürlich nicht fehlen darf, ist der Millennium Falcon. Der sieht auch, Alter, der sieht so geil aus. Kannst du mir erzählen, was du willst. Guck mal hier, die Satellitenschüssel oder Antenne oder was auch immer ist dabei. Hier vorne die beiden Laserschüsse sind mit drin. Und ihr könnt ja mal raten, der Inhalt, genau so sieht es nämlich aus. Ich klappe es mal kurz auf. Auch der ist 100% vollständig. Ihr seht, hier oben ist so ein kleiner, sieht man das? Da sieht man das, glaube ich, so ein kleiner Y-Fighter ist da drin. Und die ganzen Figuren, die dazugehören, habt ihr im Video schon gesehen. Die habe ich jetzt hier in den kleinen Fächern verstaut. Auch die sind alle komplett und da fehlt auch nicht eine einzige oder so. Richtig geil, also wirklich, also der Star Wars-Fund des Tages für mich. Und was dann natürlich, beziehungsweise des Tages, also was erzähle ich hier, des Jahres, würde ich schon sagen. Und dann weiß ich nicht, ob man das im Video sehen konnte. Da waren dann noch mehr Figuren bei, die ich dann später gar nicht zuordnen konnte anfangs. Aber dann habe ich gemerkt, okay, ich gucke mir mal Sets von Losen, also wo keine großartigen irgendwie Gebäude oder so dabei sind, sondern nur von Figuren an. Und da ist mir dann aufgefallen, hä? Das sind doch auch alle noch Sets, die hier dabei sind. Und zwar habe ich da zweimal imperiale Soldaten komplett, so als Micro-Machines-Set. Hier ist der zweite. Nee, Quatsch, das ist Rebellen und Soldaten komplett. Dann habe ich hier nochmal, genau, imperiale Soldaten. Das sind, wie gesagt, immer 9 Stück genau. Und dann habe ich noch einmal Imperial Officers, auch komplett. Also genau die Figuren, die da reingehören, die auch alle abgebildet waren, weil ich, wie gesagt, genau recherchiert habe, alles mit dabei. Es ist wirklich der komplette Wahnsinn. Das ist richtig, das ist einfach, ja, wie aus einem Kinderzimmer, wollte ich gerade sagen, rausgeholt, aber kann ja nicht sein, da wäre das nicht so vollständig. Das ist einfach, bei einem Sammler irgendwie hat er das anscheinend irgendwie mal bekommen oder so, beziehungsweise es sollte weggeschmissen werden, irgendwas hat er erzählt, ganz, ganz wilde Geschichte. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist absolut geil, dass hier wirklich alles komplett ist. Also das ist wirklich der Hammer, der Star Wars Fund, das war wirklich absolut geil. Hey, komm mal hier. Ja. Corona ist ja irgendwie cool. Aber habe ich dafür Platz? Da fehlt doch leider das Kissen drauf. Und die sind ja noch gestellt. Nee. Die sind so alt. Chef, was kostet so eine Tonne da? 5 Euro. 5 Euro. Hm? Will jeder Whisky haben? Nee. Die würde ich nehmen hier, ja? Ja, besser. Hier, Sapse. Na, nimm du, wenn du die anderen haben willst, dann. Hast du 5 Euro? Ich versuch. Ja, versuch mal. So, bitteschön. Super, danke dir, ja, ciao. So, als Abschlussdeal gab es jetzt hier noch so eine geile Blechtonne von Coca-Cola. Ich bin gar nicht sicher, ist das hier Spanisch oder ist das Italienisch? Ich glaube Italienisch, ne? Kann das sein? Fand ich irgendwie cool für einen Fünfer, Alter. Da kannst du ja nicht großartig sagen. Ich habe ja auch schon andere Tonnen hier. Warte mal, ich glaube, das ist hier die Batman-Tonne, ne? Die kennt ihr. Und dann habe ich hier hinten noch so eine Alf-Tonne, da sieht man sie gerade. Da dachte ich, komm, so eine Cola-Tonne, da finde ich schon ohne irgendwie einen kleinen Platz für. Da gab es auch noch diese Whisky-Tonne, aber da habe ich irgendwie gar keinen irgendwie Janusz mit am Hut. Deswegen dachte ich, komm, die nimmst du mit. Für einen Fünfer ist das nicht verkehrt. Einzige, was fehlt, ist hier ein Kissen, aber auch das wird sich sicherlich irgendwie auftreiben lassen. Ich würde mich jetzt auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen richtig geilen Kommentar zu diesem Video da lasst. Sagt mal was zu diesem krassen Star Wars Fund, diesen Micro Machines. Habt ihr das früher auch gehabt? Habt ihr auch gerne damit gezockt? Haut gerne mal einen Daumen nach oben für dieses Video raus, ne? Hilft mir auch immer, das wisst ihr ja. Ey, und dann unbedingt mal ein Abo dalassen. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht vergessen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns nämlich auch schon in der nächsten Folge wieder.